Hallo Leute, im Augenblick regen sich ja alle über Herrn Merz von der CDU auf, weil der in einer Fernsehtalkshow rassistischen Bullshit erzählt hat. Es ist auch völlig richtig, sich aufzuregen. Herr Merz hat nämlich behauptet, dass Menschen in deutschen Zahnarztpraxen keine Termine bekommen, weil sich da die Asylbewerber das Gebiss machen ließen. Widersprochen hat unter anderem der Chef der Bundeszahnärztekammer, der sagt, es gibt keine Probleme mit Terminen und es gibt vor allem keine Probleme damit, weil zu viele Asylbewerber sich beim Zahnarzt anmelden. Das ist natürlich völliger Bullshit. Das ist Wahlkampf auf Kosten der Schwächsten und der Schwachen. Und deswegen ist es okay, sich darüber aufzuregen. Aber es ist voll heuchlerisch, wenn SPD und Grünen-Politiker das benutzen, um moralische Vorträge zu halten, während sie selber in der Ampelregierung gleichzeitig Folgendes machen. Auf der EU-Ebene kümmern sie sich darum, dass das individuelle Recht auf Asyl abgeschafft wird, dass künftig Menschen an den EU-Außengrenzen in Lagern interniert und Schnellverfahren möglichst schnell wieder abgeschoben werden sollen, ohne Zugang zu anwaltlicher Unterstützung oder zur Zivilgesellschaft. Zweitens sorgen sie in unserem Land dafür, die Integrationsstrukturen zu zerschlagen, die psychosoziale Betreuung von Geflüchteten zu verschlechtern, die Kommunen auf den Kosten der Unterkünfte sitzen zu lassen. Und das heizt natürlich das Klima an und das wird dazu führen, dass der Rechtsrutsch in diesem Land noch weiter voranschreitet. Man könnte das Ganze einfach lösen. Fürs Militär hat man einfach ein Sondervermögen eingerichtet. Wenn wir Probleme haben, es zu finanzieren, Sondervermögen könnt ihr machen, trotz Schuldenbremse, kein Problem. Warum macht ihr das eigentlich nicht? Außerdem bin ich dafür, was mein Parteivorsitzender Martin Schirdewan vorgeschlagen hat, lasst die Leute endlich arbeiten. Wir haben an so vielen Stellen, werden händeringend Arbeitskräfte gesucht, die Leute sitzen rum, sie dürfen lange Zeit nicht arbeiten. Also das wäre doch auch ein Beitrag zur Integration und zum gegenseitigen Verständnis. Also Ampel, Gas geben.